Hallo und willkommen beim Rumwaiter. So, die Messe in Nürnberg ist passé und ich habe viele tolle neue Menschen kennengelernt, viele Kontakte geknüpft, teilweise Leute von euch getroffen, fand ich mega. Und ich habe auch die ein oder andere Flasche mitgebracht, die werde ich euch jetzt nach und nach vorstellen. Heute habe ich eine Flasche, die eigentlich total die Marketing-Opferflasche ist, die aber bei der Verkostung am Stand tatsächlich auch noch performt hat. Also Marketing-Opferflasche plus verdammt lecker. Das kann ja eigentlich nur eins sein. Ich habe heute von der Flensburg Rum Company den Quokka. Ja, Quokka ist dieses süße kleine Känguru hier vorne drauf. Das kleinste Känguru der Welt, glaube ich. Was immer so ganz freundlich guckt und lächelt. Abgefüllt ist der Rum von der Flensburg Rum Company in Kombination mit Kirsch und der Ben Like Distillery aus Australien. Wir haben einen 7 Jahre alten Rum, abgefüllt in Trinkstärke mit 46%. Das finde ich immer ganz schön bei Flensburg Rum Company. Da stehen hier unten stehen diese Stempel drauf und dann kann man direkt sehen, No Sugar Added, Tropical and Continental Aged. Ja, Tropical and Continental Aged, der hat echt erst in Ex-Bourbon-Fässern gelegen und hat dann nochmal ein Finish in PX- und Sherry-Fässern bekommen. Jetzt fragt mich mal nicht, wie lange der in den Bourbon-Fässern gelegen hat. Ich glaube so um die 4 Jahre, aber ich bin mir gerade tatsächlich nicht mehr sicher. Hier steht zumindest nichts drauf. Es ist eine von 1500 Flaschen. Preislich liegen wir bei roundabout 40, 45 Euro. Ich mag die Flasche. Die sieht toll aus. Farbe relativ dunkel. Ja. Ja, als ich den bei dem Stand von Kirsch gesehen habe, musste ich den unbedingt probieren. Der stand schon länger auf meiner Liste und irgendwie bin ich aber nie dazu gekommen, den mal zu verkosten. Und ich wollte mir auch jetzt nicht blind eine ganze Flasche davon holen. Und dann stand der auf der Messe am Stand. Und dann konnte man den probieren und dann habe ich tatsächlich auch geschafft, dass ich eine Anbruchflasche mitnehmen durfte. Vielen, vielen Dank, ne, an Kirsch, dass da das Altglas auch abgegeben wurde. Erstmal sehr schön in der Nase, man hat direkt so eine Mischung aus Karamell und einer Fruchtigkeit. Die Früchte würde ich tatsächlich jetzt am Anfang mit so einer roten Beere assoziieren. Himbeere, Erdbeere. Relativ fruchtig, leicht süß. Ganz leicht nussig. Und wie gesagt, eine schöne Karamellnote, ganz leicht Vanille noch mit dabei. Alkohol ist nicht wirklich spürbar an der Nase. Er hat auf jeden Fall nicht diese extreme Süße, die man sonst vielleicht oft mit einem Rum in diesem Preissegment assoziieren würde. Und er hat aber auch keine Esterstoffe, die wahrnehmbar sind. Also ich sag mal, gerade für Rum-Einsteiger oder Leute, die aus anderen Spirituosenbereichen wie Whisky kommen, könnte ich mir vorstellen, dass das ein hervorragender Einstieg, weil der eben sehr viel zu bieten hat, ohne jetzt zu komplex, zu aufdringlich zu sein und ohne mit zum Beispiel den Esterstoffen schon zu überfordern. Also ich glaube, hier kommt sehr viel tatsächlich auch von der Fassreifung, von den Ex-Sherry-Fässern und das kennt man ja durchaus auch von anderen Spirituosen. So, ich würde gerne probieren. Zum Wohl. Sehr lecker. Sehr, sehr lecker. Hat einen schönen Antritt. Leicht würzig, gleichzeitig schön fruchtig.
Alkoholstärke ist meiner Meinung nach auf den Punkt getroffen. Es ist ein hervorragender Trinkstärkenrum, sodass man merkt schon, dass man hochprozentigen Alkohol trinkt. Es ist aber trotzdem nicht wässrig, es ist nicht dünn, es ist nicht unangenehm. Perfekt, ne? Also eigentlich Daily Dram, easy drinking. Dazu wirklich viel Fruchtnoten, leichte Würzigkeit. Ein bisschen Karamell habe ich auch auf der Zunge. Da habe ich tatsächlich aber mehr die Fruchtnoten, die Beerennoten. Ein kleines bisschen vielleicht auch so was Ledriges. Er ist sehr, sehr angenehm zu trinken. Also, ohne jetzt den in den Himmel loben zu wollen. Aber bis jetzt, ich habe jetzt noch nicht so viele Rums probiert. Ne? Sagen wir mal ehrlich, wenn ihr auf meinen Kanal guckt, das sind noch nicht so viele gewesen. Auf dem Messer habe ich jetzt noch mal ein bisschen hin und her probiert. Aber rein so aus meiner Erinnerung heraus würde ich sagen, das ist einer der besten Easy Drinking Rums, die ich bis jetzt hatte. Ich würde ja gerne sagen, das ist einer der besten Standards, die ich bis jetzt hatte, aber es ist ja leider kein Standard. Aber wäre das ein Standard, wäre der hervorragend. Weil so einen immer wieder nachkaufen zu können, das wäre Bombe. Sehr lecker. Ich bin fast geneigt, nochmal nachzuschenken. Ja, meine Erfahrung auf der Messe. Ich habe diesen Rum ein paar Leuten empfohlen. Und er ist durch die Bank weg sehr gut angekommen. Und tatsächlich habe ich, glaube ich, sogar einen oder zwei Whisky-Trinker animiert, die dann hinter eine Flasche gekauft haben. Das spricht aus meiner Sicht schon für den Rum. Ich weiß jetzt nicht, ob die Rumtrinker das auch so sehen, ob das für den Rum spricht oder gegen den Rum spricht. Ich persönlich finde ihn super lecker. Ich finde ihn super schick. Der macht echt was her. Der sieht gut aus. Der sieht im Regal gut aus. Der sieht von der Farbe her gut aus. Er schmeckt verdammt lecker. Und ich finde, mit 40 € macht man da absolut nichts mit falsch. Für mich ein No-Brainer. Preis-Leistungs-Verhältnis ist absolut in Ordnung. Wenn nicht sogar für mich zumindest ein kleiner Tipp als Preis-Leistungs-Rum. Ich würde mir auf jeden Fall wiederholen. Also für, was sehe ich, ich gucke gerade mal, 45 €, für mich gar keine Frage, würde ich mir jederzeit eine Flasche von kaufen. Total leckeres Teil. Mich würde mal interessieren, wie eure Erfahrungen mit der Ben Light Distillery heißt die, glaube ich, Ben Light Distillery aus Australien ist. Habt ihr davon schon was im Glas gehabt? Was gefällt euch gut, was gefällt euch nicht so gut? Könnt ihr mir was empfehlen, was ich mir nochmal angucken muss? Haben die eine Corange, also haben die Originalabfüllungen? Würde mich auch mal interessieren. Ansonsten merke ich, ich werde Fan von der Flensburg Rum Company. Die machen echt verdammt tolles Zeug. Ja, also ich sehe, im Rum-Bereich gibt es auch für 40-50 € richtig tolle Sachen. Gut, wie gesagt, schreibt mir alle eure Meinungen in die Kommentare, auch wenn ihr den schon probieren konntet. Würde mich total interessieren, wie gefällt er euch? Was sind eure Aromen, eure Geschmacksnuancen, die ihr da rauskriegt? Habt ihr da ein bisschen was anderes als ich oder geht ihr mit mir d'accord? Und dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr das Video mit einem Daumen nach oben belohnt, den Kanal abonniert und beim nächsten Mal wieder einschaltet. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis dahin. Ciao.